Ja, das muss ich mir unbedingt verstärkt aneignen. Stufe 31? Stufe 31? Und da... Die kriege ich ja platt. Ich denke, ich kann das handeln. Hier ich gehe! Stufe 31? Sind zwar ein bisschen härter, aber die kriege ich ja platt. Komm her. Hau nicht ab. Oh, wir haben einen Elite-Gegner platt gemacht. Den ersten, den wir platt gemacht haben. Nice. Auf zum Dragon Ball. Jetzt öfters Elite-Gegner platt kriegen. Normalerweise sind doch eigentlich Elite-Gegner immer über unsere Stufe drüber. Aber dass sie jetzt gleich hoch waren, das wundert mich schon ein bisschen. Das hat mich doch schon ein bisschen gewundert. Gucken wir mal, welche Stufe die Gegner haben. Ich kann ja mal in der Zeit. Dragon Ball Kakarot Food. Gucken, Recipes and Meal Effects. So. Ich müsste erstmal gucken, was ich alles dafür brauche an Erfolge. Ob ich das überhaupt für einen Erfolg brauche. Ja, das weiß ich nämlich gar nicht. Wo ist denn der Dragon Ball hier? Wollt ihr mich verarschen? Da war er doch, ne? Da ist er. Da hinten. Ach, ich muss mir auch noch die Rezepte besorgen. Ach, komm. Ach du Scheiße. Ich glaube, da muss ich mich erstmal einlesen in das Thema. Oh komm. Na, jetzt habe ich verfehlt. So, ich sehe den Dragon Ball ja schon. Aufstieg! Habe ich keinen in der Gruppe gerade mit dabei? Warte mal. Fällt mir jetzt gerade auf, ich habe gar keinen in der Gruppe dabei, ne? Gruppe? Fuck, stimmt, ich habe gar keinen dabei, ne? Nehmen wir nämlich unsere Schwachen hier mit. Shaozu und Menschen an. Kann ja nicht schaden, die mitzunehmen.
So, oh, da vorne ist was. Nehmen wir natürlich mit, ne? Die D-Medaille. So, wo sind die denn hier? Da vorne ist doch was. Das ist eine Zeitmedaille, ne? Geht nicht auf die Eier, haut ab! Da vorne. Stufe 44, das dachte ich mir nämlich schon. Die sind nämlich 44. Weit über mein Level nämlich drüber. Die würde ich nie im Leben platt kriegen. Schön, dass der letzte Schlag getroffen hat. Blechbüchse. Du arme Blechbüchse, wirst hier von... Erledigt. Sehr schön. Tau, bye, bye. Oh Gott. Ich mag den Typ nicht. Weil hier sind mehrere starke Gegner, ne? Stufe 46, Stufe 1. 44. Da hinten. 46, vergiss es. Kriege ich nie. Leben alle. Die sind alle zu hoch für mich. Da kannst du mal vergessen. Die machen mich eher kalt. Wir können auch eigentlich hier die Nebenmission noch mitnehmen, ne? Ich frage mich, bleiben manche Effekte einfach erhalten? Oder sind dann einfach nur die großen Meals, die ich brauche dafür? Ich glaube, es sind die großen Meals, die ich da brauche. Ja. Wenn ja auch hier die. Komm, wir machen die Nebenmission und dann suchen wir die Dragon Balls weiter. Wo bist du denn? Ach, du bist angegriffen. Bitte rette mich! Diese Freaks sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht! Ja, okay. Im Koch helfen? Jo, machen wir. Schön, dass gerade mein Sound weg war. Okay. Keine Angst, ich kümmere mich um die. Na, Problem halt ist auch, dadurch, dass die Kombos jetzt länger sind. Das ist jetzt halt auch so. Die dauern jetzt auch so lange, wie die nämlich immer hier aufladen. So. Jetzt bist du wieder in Sicherheit. Vielen, vielen Dank. Ich dachte schon, das wäre es gewesen. Moment, bist du das etwa, Songwon? Das bist du. Du meine Güte, bin ich froh, dich zu sehen. Es ist schon eine Weile her. Du wurdest also schon wieder angegriffen? Ich weiß, ist das nicht schrecklich? Habe ich etwa eine Zielscheibe auf dem Rücken oder so? Also, ich glaube, die hatten es auf dein Essen abgesehen. Ach ja. Ja, ich habe ja Essen dabei, nicht wahr? Ich muss da mal los. Pass auf dich auf, okay? Du darfst nicht gehen. Ich muss dir noch für meine Lebensrettung danken. Bitte nimm das. Reis, Bohnenpastete, mehr. Oh, ja, neues. Ja. Natürlich, wenn du weniger nimmst, habe ich ein schlechtes Gewissen. Vielen, vielen Dank. Nein, ich danke dir. Sollte ich nochmal angegriffen werden, zähle ich darauf, dass du mich rettest. So wie ich sie kenne, wird das wahrscheinlich bald eintreten. Das war einfach.
Das war wirklich easy. Boah, Alter, da geht's im Rachen nervt. So, Dragon Ball ist keine Ahnung wo. Wahrscheinlich hier oben drauf, ne? Wie beim letzten Mal auch schon. Na, solch ein Wunder aber auch. Drei Dragon Balls fehlen noch. Dahin war der andere, ne? Genau, da ist der andere. Na komm, ich will ihn markieren. Ja, warum markiere ich ihn so? Der ist in diese Richtung. Ach, warte mal. Das haben wir noch nie gemacht, ne? Gräber. Okay, ich hab ihn. Dahinter ist nämlich auch noch was. Die Medaille. Nice. Kann ich hier irgendwie was machen mit dem? Nee. Schade. Schade, ich dachte, ich könnte mal. Ich weiß zwar nicht mit was, aber okay. Wir gehen auf jeden Fall erstmal weiter. Durch diesen Tunnel hier. Und jetzt mit Full Speed weiter. Whee! Wie schön wäre es, genau so fliegen zu können. Einfach über alles hinweg. Boah, ich wäre so schnell überall, ne? Ja, aber ich glaube, dann würde ich aber auch hier nicht mehr sitzen und irgendwie. Nicht mehr zocken, sondern will tatsächlich. Eher trainieren, so wie Son Goku es macht. Weil. Ach komm. Ja, ich mache ja am Freitag, mache ich ja richtig Fitness. Da habe ich ja einen Personal Trainer dann alles. Dann wird auch mal abgespeckt hier. Dann geht's richtig rund mit dem Abnehmen. Kostet doch schweine viel Geld, so ein scheiß Personal Trainer. Aber ich will auch effektiv trainieren, deswegen bleibt mir da tatsächlich nichts anderes übrig. Auf Dauer. Schon oft genug solo trainiert im Fitnessstudio. Irgendwie kriege ich das nicht immer so richtig backen. Dafür stehen wir Dragon Ball. Grüß dich, Chris. Und Jonas. Was habe ich denn als hier drin? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich muss mal kurz gucken. Grüße euch beide erstmal. Was habe ich da drin? Oh. So. Geändert. Ui, da stand noch ein fettes Spiel drin. I think I can handle this. Ja, kannst du alles. So, mal. Können wir eigentlich mal eben kurz zu Chi? Oder? Schokolade. Ja, wir gehen erstmal Zutaten besorgen. Dann werden wir mal zu Chichi gehen und ein bisschen kochen. So.
Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, super. Kaum kommt man in die Stadt rein, ist es geruckel. Dieses Rezept ist wirklich toll. Was für ein Rezept? Was ist denn für ein... Ach, bei der kann ich auch kochen. Oh, da haben wir den hier schönes. Stoff mit Shenlong. Ja, kann ich auch. Kann ich verkaufen. Ja. Und die Smash Tower geschlossen? Wieso? Hä? Wieso die Smash Tower geschlossen? Wieso meinst du das? Das kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. Das hier. Nein, nee, das nicht. Das nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Da. Das hier, das hier. Das hier, das kann man auch. Das ist ein Entwicklungsmaterial. Ein Tauschgegenstand. 44.000 kriege ich dafür. Insgesamt. Ah, dafür kommen wir, weil du keinen Smash mehr spielst. Gestern hat mir keine Sau drauf geantwortet, als ich nachfragte, ob wir Smash zocken wollen, ob ich einen Raum machen soll, hat mir keine Sau geantwortet, deswegen habe ich gestern den Stream zu Dragon Ball geändert. Das war mir dann relativ egal. Nein, die Smash-Server sind nicht geschlossen. So weit gleich noch kommen, mein Hauptspiel hier zu schließen. Wie sehe ich denn aus? Dienstag habe ich ja sowieso gesagt, dann mache ich mal das, worauf ich Bock habe. Und das ist heute in dem Fall Dragon Ball. Komm, stock mal auf 10 jeweils. So. Jo. So, bei der kann ich kochen. Was soll denn hier? Naxwelle G. Wollt ihr wissen, bin jetzt wieder bei Sarah. Bis später. Alles klar, viel Spaß. So. Hier, das können wir alles noch kaufen. 10. Wir nehmen hier einfach mal. Ach du Scheiße, das ist so teuer. Ich nehme lieber weniger mit. Weniger ist manchmal mehr, ne? Aber das können wir hier auf 10 aufstocken. Das können wir auf 10 aufstocken. Ich weiß nicht, wie viel ich alles. Ach so, ach warte mal. Ach, das brauche ich auch gar nicht. Das ist eine Herstellungssache. So. Wir gehen am besten bei Chichi kochen. Weil bei der kann ich dann wenigstens sehen, was ich dann für Sachen brauche für die großen Rezepte. Und wir so großes Essen herstellen können. Ich kann eigentlich mal. Nein, falsch. So. Gruppe. Song Go, mal gucken, was wir lernen können. Können wir mittlerweile was Neues lernen? Da nicht, da nix. Nö, haben alles. Okay. Bald müsste ja auch Son Goku wieder zurück zur Erde kommen. Oh, wir mit Son Goku spielen. Aber nicht lange. Weil der wird ja bald an einer Herzkrankheit erleiden. Ich auch wieder schade finde. Wenn ich so jetzt hier wirklich gerade so mit Dragon Ball spiele, fällt mir auf, wie wenig eigentlich Son Goku an sich vertreten ist. Oh, das war hinterm Haus. Eine D-Medaille. Na, Tenshinhan, kommst du mit rein ins Haus? Nein, ich will kochen. Komplettes Menü kochen. Haben wir hier diesen Meeresfrüchtegang. Dafür brauche ich, was brauche ich denn? Eine Reisschüssel mit frischen Meeresfrüchten. Eine Reisschüssel mit frischen Meeresfrüchten. Okay. Eine Reisschüssel mit frischen Meeresfrüchten. Da. Ding. So. Haben wir. Und was war das andere? Eine üppige Sesam. Üppige Sesamklöße. Üppige Sesamklöße. Da haben wir sie. Ding. Hababa. Und jetzt wird ein komplettes Menü uns hier verdrücken.
Hau rein! Oh, die sitzen mit am Tisch. Finde ich ja cool. Nice. Sah schon cool aus, ne? Ich finde sowas immer ganz cool. So, bevor wir auch mit Chichi hier reden. Kann ich von hier aus eigentlich. Nein, von hier aus kann ich nicht auf die Karte zugreifen. Schade. Haben wir ja noch eine letzte Mission. Ich hoffe zumindest letzte Mission. Dann geht's nämlich mit der Hauptmission weiter. Ich habe bis jetzt jede Nebenmission mitgemacht und das wird auch noch so weiter sein. Da 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 da. Und Discord wurde wieder geschrieben. Muss ich verstehen, was da Alexa geschrieben hat. Morgen kommt Smash. Morgen machen wir wieder Smash. Ganz normal, regulär. Ach, Pool, du schon wieder. Guck mal, was gibt's denn hier? Was kann ich denn hier kaufen an Zutaten? Achso, die Vita Drink habe ich ja. Ich habe alles an Zutaten. Kann ich hier? Hier kann ich nur kochen, ne? Ein Gericht kochen, genau. Ja gut, okay. Oh, die hochwertigen Zutaten. Achso, ich wollte eigentlich die Dragon Balls ja noch besorgen. Ach, dann muss ich gleich auch noch machen. Ja. So, Pool. Oh, Son Gohan. Was führt dich denn hierher? Ich bin zufällig vorbeigekommen. Was machst du? Ich warte auf Yamchu. Er braucht ganz schön lange, um sich bereit zu machen. Sich bereit zu machen? Ja, er meinte, er würde ein Outfit anziehen, das besser für den Kampf geeignet wäre. Ich bin zurück. Entschuldigung, dass du warten musstest, Pool. Hä? Oh, hey, Son Gohan. Hi, Yamchu. Ja. Perfektes Timing. Lust auf einen kleinen Trainingskampf? What? Hä? Du willst gegen mich kämpfen? Ja, ich habe dir doch erzählt, dass ich beim Meister Kaio trainiert habe. Nachdem ich im Kampf gegen die Saiyajin gestorben bin, oder? Tja, ich hatte noch keine richtige Möglichkeit zu zeigen, was ich gelernt habe. Es ist, als hätte ich dieses brutale Training für nichts und wieder nichts absolviert. Ich bin jetzt viel stärker, ehrlich. Er klingt ziemlich frustriert. Damn. Ich hätte auf Namek bestimmt einiges erreichen können. Da du da warst, könntest du meine Stärke bestimmt super einschätzen. Deshalb will ich gegen dich kämpfen. Dann machen wir Yamchu mal eben platt. Yamchu, Mann, Mythos und Legende. Yamchu, Luftpumpe, Luftpumpe und Luftpumpe. Na klar, ich helfe gern, wenn ich kann. Wow, vielen Dank. Dann mal los. Yamchu, die Luftpumpe, Luftpumpe, Luftpumpe. Nix anderes. Viel Glück, Yamchu. Boah, dieses Kitzel nervt im Hals. Ich raste voll aus noch. Ach, Tensch und Hansen sind auch noch dabei. Ich zeig dir mal was. Ein kleiner Trick, den du wahrscheinlich noch nicht kennst. Den Boost-Modus. Danke. Nein, betäubt, betäubt, betäubt. Ich sag ja Luftpumpe. Das ist eine Luftpumpe. Nichts anderes. Damn. Was zum... Ich müsste eigentlich viel besser sein. Du bist besser, als du denkst. Ich habe vom Oberältesten einen Teil meiner verborgenen Stärke freisetzen lassen. Von daher... Trotzdem sollte ich... Alles okay, Yamchu? Ja, mir geht's gut. Soll ich die Medizin holen? Ich sagte, mir geht's gut. Ich will ganz ehrlich sein. Das ist Mist. Unglaublich, dass ich nicht mehr drauf habe. Und das nach all den Anstrengungen. Sag das nicht, Yamchu. Hä? Schon vergessen?
Du hast mich gerettet, als ich von diesem Flugsauer angegriffen wurde. Du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt, um mich zu beschützen. Du bist der coolste und tapferste, den ich kenne. Du solltest mehr Selbstvertrauen haben, Yamchu. Gut, das habe ich nur gemacht, weil ich dachte, Pools Schreie wären die einer Dame in Nöten gewesen. Wow, ich wusste gar nicht, dass du das gemacht hast, Yamchu. Du bist wirklich ein super Typ. Hä? Oh, was soll ich sagen? In Zeiten der Not bin ich ein Mann der Tat. Machen wir jetzt noch eine Mission. Gucken wir mal. Wahrscheinlich haben wir eine. Ne, haben wir keine mehr. Okay, dann gehen wir jetzt noch die Dragon Balls besorgen. Und dann geht's mit der Hauptmission weiter. Ganz schnell die Dragon Balls. Erstmal schön ins Mikrofon stöhnen. Suppenkönig. Nein, kein Suppenkönig. Boah. Nur weil ich mich früh verschluckt habe, ey. Boah.